Ja, hallo, willkommen bei meiner Präsentation, bei meinem Vortrag, die Akzeptanz ist allen Beteiligten das Leben leichter machen können. Ja, und ich fange direkt mal mit dem ersten Kuriosum an. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier eine Agenda hat. Irgendwie bin ich ziemlich altmodisch unterwegs gefühlt, deswegen überspringe ich dich auch mal direkt. Und komme zu meiner Person. Also ich bin Michael Pavlik, ich bin Softwarearchitekt bei der Complement AG. Wie der Thomas schon sagte, ich bin 18 Jahre ungefähr mittlerweile in Entwicklung. Seit 5 Jahren als Architekt unterwegs und habe mich so auf Cloud-Architekturen und Kubernetes spezialisiert. Bin viel in Prozessen unterwegs, optimiere gerne Prozesse, Architekturen und so weiter. Und ja, und vielleicht noch ein paar Worte zu Complement AG. Sehr interessantes Unternehmen, sehr vielfältige Themen unterwegs und aktuell ganz heiß digitaler Zwilling. Also wer Interesse hat an solchen Themen, gerne auf uns zukommen und auch im Embedded-Bereich gerne auf uns zukommen und oder über LinkedIn oder über unsere Webseite einfach mal reinschauen. Und dann noch ein paar Worte zum Vortrag. Als hätte Thomas mich gefragt, ob er Lust hätte, den Vortrag zu halten, ist mir eigentlich dieses Thema direkt eingefallen und ich war auch noch ganz euphorisch am Anfang. Und als ich dann begonnen habe, das Thema auszuarbeiten, ist mir eingefallen, ist mir aufgefallen, dass eine halbe Stunde ziemlich kurz ist, beziehungsweise maximal 45 Minuten. Deswegen muss ich das ein bisschen einkürzen. Und der spannende Teil, der technische Teil, der fällt eigentlich raus. Den müssten wir uns vielleicht fürs nächste Jahr oder so aufheben. Aber ich hoffe, das passt trotzdem so und einige Leute können da so ein bisschen was draus ziehen aus dem Vortrag. Und ja, Voraussetzungen vielleicht noch ein paar. Ich kann halt nicht auf alle Details eingehen. Ich werde mich ein bisschen im Scrum-Kontext bewegen und User Stories und POs und so die ganzen Stichwörter, die sollten vielleicht jemandem was sagen. Und wenn nicht, dann einfach mal vielleicht nachfragen oder vielleicht kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber um diesen ganzen Prozess einmal zu erklären, da bleibt leider keine Zeit. Und einmal Test-Driven Development, das wäre ganz gut, wenn man dann grundsätzliches Verständnis von hätte oder davon schon mal zumindest gehört hätte, weil darauf bauen Akzeptanztests oder Behavior-Driven Development halt drauf auf. Und ja, ich bringe mal direkt zum Anfang einmal ein paar Worte über das Problem. Und zwar, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder dieses Bild schon mal gesehen hat. Ich glaube, ich habe es in fast jeder, bis auf heute komischerweise, in fast jeder Präsentation gefühlt gesehen, in der ich jemals war. Und vor allen Dingen, wenn es um Softwareentwicklung geht oder Prozessoptimierung, dann fangen sehr viele Präsentationen genau mit diesem Schaubild an. Vielleicht hat das auch heute schon irgendjemand gesehen. Und das erklärt eigentlich ganz gut das Problem. Wir schaffen es irgendwie nicht, obwohl wir dieses Bild auch so oft gesehen haben, schaffen wir es halt irgendwie nicht, diese Probleme halt aus der Welt zu schaffen. Und immer wieder gibt es halt Produkte und Features, die ihren eigentlichen Zweck verfehlen, irgendwie verbuggt sind, oder sich nicht bedienen lassen, mit denen der Kunde am Ende des Tages irgendwie keine Lust hat zu arbeiten und die alle einfach nur nervig sind. Und das Bild, das zeigt halt einfach aus sehr vielen Perspektiven, wie es dazu kommt, weil einfach ein Problem falsch verstanden wird oder der Kunde gar nicht wirklich weiß, was der für ein Problem hat oder der Berater oder die Beraterin halt einfach nicht in der Lage dazu sind, halt den Kunden halt in die richtige Richtung zu weisen. Deswegen passt das halt ganz gut. Aber im besten Fall ist es dann tatsächlich so, dass der Kunde am Ende des Tages, am Ende des Sprints oder wenn ein Liefergegenstand halt fertig ist, dann wirklich das bekommen hat, was er sich gewünscht hat, dass es auch genauso aussieht, dass es auch genau die gleiche Funktion hat. Aber wenn man doch so ein bisschen hinter die Kulisse schaut oder sich tiefer damit beschäftigt, ist es dann vielleicht doch nervig. Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgezeigt. Irgendwelche alten Schnittstellen wurden verwendet, die halt nicht. Die halt irgendwie deprecated sind und irgendwo abgeschafft werden. Die Anwendung lässt sich halt nur umständlich erweitern. Features wurden nicht unter Last getestet. Bei 10 Usern haben die super funktioniert. Wenn schon 15, 20 damit arbeiten, dann funktioniert das schon nicht. Und dann halt auch das Problem, dass halt einfach nicht weitergedacht wurde, nicht mitgedacht wurde, der Kunde nicht richtig beraten wurde und vielleicht halt auch einfach irgendwas implementiert wurde, was der Kunde gar nicht braucht, sondern was er halt einfach nur aus der Vergangenheit kennt und gewohnt ist, damit zu arbeiten. Aber mittlerweile gibt es vielleicht viel, viel bessere Lösungen. Das einmal zum Problem und dann ein paar Worte zum Scheitern. Also
es gibt ja zahlreiche Wege, zahlreiche Tools, Methoden, Philosophien, die jeder schon mal gehört hat. Die Firmen bemühen sich seit Jahren, Jahrzehnten, um halt diese Prozesse in der Softwareentwicklung zu optimieren. Hier nur ein paar Beispiele, ob Scrum, Pair Programming, Domain-Driven Design. Das sind alles Methoden, um am Ende des Tages eine möglichst hohe Softwarequalität zu erreichen. Ja, natürlich wollen wir auch den Prozess an sich optimieren. Wir wollen es den Entwicklern vielleicht erleichtern. Wir wollen halt einfach einen konkreten Prozess haben, an dem sich halt alle ranhangeln können. Aber am Ende des Tages wollen wir halt alle eine hohe Softwarequalität erreichen. Und ich habe mal ein kleines Beispiel ausgeführt aus dem Scrum-Kontext. Das wird sich auch so ein bisschen durchziehen durch den Vortrag. Das ist eine kleine User-Story, die ich tatsächlich vor ein paar Monaten umgesetzt haben. Und im Grunde ist es halt einfach ganz einfach. Es wird sich hier tatsächlich sogar noch komplizierter, als es dann erstmal aussieht. Nee, das war irgendwie blöd. Aber ich lese einfach mal vor. Als Nutzer der Lieferantenübersicht benötige ich Informationen zu der übergeordneten Organisation eines Lieferanten für bessere Auswertung. Akzeptanzkriterien dazu wären ID und Name der übergeordneten Organisation in der Lieferantenübersicht anzeigen, Schnittstelle für die Übertragung der übergeordneten Organisation aus SAP bereitstellen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Im Endeffekt ist es halt aber eigentlich nur, wir haben eine bestehende Tabelle, eine bestehende Auflistung und dort sollen zwei neue Columns hinzugefügt werden und die Informationen aus diesen, die in diesen Columns angezeigt werden, die kriegen ihre Daten aus SAP. Also im Endeffekt wird dann halt nächtlich oder manuell oder wie auch immer ein Import getriggert und irgendwann mal landen dann halt diese Daten aus SAP in unserer Datenbank und wenn der Kunde beziehungsweise der Benutzer auf diese Tabelle drauf geht, dann werden diese Informationen hier angezeigt. So simpel eigentlich. So, wir haben dann halt im Scrum-Prozess haben wir halt noch die Möglichkeit, halt im Refinement nochmal drauf einzugehen, weil diese zwei Akzeptanzkriterien, die scheinen ja doch ein bisschen wenig zu sein. Und im Refinement haben wir dann nochmal die Möglichkeit, nochmal ein bisschen tiefer zu bohren vielleicht. Und im Endeffekt, meiner Erfahrung nach verläuft sich das so ein bisschen in so technischem Gespräch beim Refinement. Es wird dann halt über Datentypen, über Normalisierung, über Schnittstellen gesprochen, aber gar nicht mehr über dieses fachliche Thema, was eigentlich gar nicht über das Problem, was der Kunde eigentlich hat. Und es wird dann nicht mehr nachgefragt, ob da irgendwelche Sonderfälle noch berücksichtigt werden müssen und so weiter. Und ich habe tatsächlich sogar miterlebt, dass der PO nicht mehr wollte, dass noch weiter fachlich darauf eingegangen wird, sondern dass wirklich gewünscht war, das technisch zu besprechen, weil er da auch gerne mitreden wollte. Und im Endeffekt wurde das Thema dann halt direkt im Keim erstickt, weil er gesagt hat, ja, er hat ja schon alles mit dem Kunden besprochen und da müssen sich dann halt die Techniker nicht mehr weiter nicht mehr beschäftigen. Und das ist dann halt eigentlich ziemlich schade. Und daher kommt es dann halt meistens so und es kommen dann halt nochmal im Nachgang Fragen auf. Meistens bei der Entwicklung, ich habe jetzt mal ein paar Beispiele aufgenommen, die jetzt zu diesem Beispiel passen, die müssen wir jetzt alle nicht detailliert durchgehen. Aber es kommen halt immer während der Entwicklung kommen halt Fragen auf. Und meistens immer beim Entwickler. Oder noch schlimmer erst bei der QS, wenn es schon entwickelt wurde, dass halt irgendwelche Sonderfälle, irgendwelche Probleme erkannt wurden, die eigentlich schon vorher erkannt werden sollten. Und spätestens jetzt kommt es zu so einem ständigen Ping-Pong. Also wenn der Entwickler ein Problem feststellt, dann muss er damit zu seinem PO gehen, um das abzuklären. Dann muss der PO zum Kunden gehen. Und das ist halt wirklich noch der beste Fall, wenn das passiert. Weil dann kriegen wir halt vielleicht eine valide Aussage. Aber im schlimmsten Fall nimmt der Entwickler irgendwelche Annahmen an oder der PO und dann läuft es vielleicht in eine ganz falsche Richtung. Und das gilt halt zu vermeiden. Das ist unprofessionell. Das ist, ja, es gibt halt, man kann es dann halt in die nächste User Story vielleicht packen oder in den nächsten Sprint halt packen, wenn irgendwas vergessen wurde. Es wird halt auch immer oft damit argumentiert, dass man ja agil ist und so weiter. Aber dennoch sieht es halt nicht immer gut aus, wenn man dann halt einfach grobe Schnitzer sich erlaubt hat und das Produkt halt einfach vielleicht nicht bedienbar ist oder halt einfach keinen Sinn macht, weil irgendwelche Sachen halt übersehen wurden.
Und das erwartet dann halt auch der Kunde von einer guten Beratung, dass halt sowas mit berücksichtigt wird. Und ja, und dann kommen wir vielleicht direkt zu der Lösung. Und dann könnten wir auch, glaube ich, mit der nächsten Folie beenden. Nehmt euch einfach mehr Zeit für die Planung. Und im Endeffekt, ja, also ich muss sagen, wir sind jetzt nicht in der Makro, auf Makroebene. Wir machen ja kein Domain-Driven Design, wir sind ja schon eine Ebene weiter, wir sind ja schon ziemlich kleinteilig unterwegs. Also vernachlässigen wir mal dieses Thema der Makroplanung. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Wir sind jetzt hier auf User-Story-Ebene und auch eine User-Story, wenn die halt, wenn die halt vom Kunden halt definiert wurde, vielleicht oder mit TPO. Das heißt noch lange halt nicht, dass wir fertig sind. Und aus so einer kleinen User-Story, wie wir sie gesehen haben, können dann halt wirklich mehrere DIN A4 Seiten an Spezifikationen auswerten, wenn man sich dann näher damit beschäftigt. Und dazu sehen wir das Beispiel. Also, aber auch wenn das Thema jetzt erstmal oder die Lösung halt so einfach klingt, ist sie aber gar nicht, weil es dann halt oft halt an dieser Formulierung halt scheitert, an der Beschreibung der Lösung zu diesem Problem. Und meiner Meinung nach gehört es halt nicht in eine User Story. Also wir gehen nicht hin und schreiben dann halt einfach einen Roman in eine User Story und schreiben nacheinander halt stichpunktartig halt einfach alle Akzeptanzkriterien in allen möglichen Varianten halt runter, sondern dafür gibt es halt eine spezielle Beschreibungssprache. Die nennt sich Gherkin-Imitation. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und das ist halt so quasi die Voraussetzung für Akzeptanztests. Wir formulieren für Akzeptanztests formulieren wir Szenarien. Und diese Szenarien werden halt aus diesen Schlüsselwörtern gebildet. Und jedes Szenario kriegt halt erstmal eine Überschrift. Also normalerweise gibt es halt Akzeptanzkriterien. In unserem Beispiel haben wir gleich vier Akzeptanzkriterien. Und zu jedem Akzeptanzkriterium gibt es mindestens eins, also eher gesagt immer zwei, also mindestens einen positiven und einen negativen Test, den wir dort hätten. Aber mindestens ein Szenario. Und dieses Szenario besteht dann halt aus diesen fünf Schlüsselwörtern. Wenn wir mal given, when, then, and und not. Wobei die wichtigsten Given When Then sind. Und die kann man halt auch übersetzen. Man kann dann halt auch ja, beliebige Wörter da halt nehmen. Ich habe da schon einiges gesehen, aber so das Gängigste im deutschen Bereich ist dann angenommen, wenn dann. Und die Sätze, die sind dann halt, werden dann halt auch so formuliert, dass sie halt für jeden verständlich sind. Und ein Beispiel wäre angenommen, als Vorbedingung eines Beispiels wieder angenommen, der Benutzer XY besucht eine Seite, wenn eine Aktion ausgeführt wird, wenn er eine Schaltfläche betätigt oder wenn er eine bestimmte Schaltfläche betätigt, soll die erwartete Reaktion des Systems stattfinden, dann erwartet der Benutzer, dass das und das passiert. Und das kann man dann halt beliebig noch kombinieren, man kann es erweitern, man kann da halt sehr lange Szenarien daraus bilden. Wobei ich da immer dazu raten würde, macht es so klein wie möglich und lagert es dann halt vielleicht in ein spezielles Szenario aus und guckt nicht, dass ihr dann halt verschiedene Szenarien dann halt in ein so ein Szenario packt, sondern guckt halt schon wirklich, dass die halt wirklich getrennt sind. Umso einfacher ist es dann halt auch verständlich für jeden. Und wenn wir uns das Beispiel von vorne nochmal anschauen, die User Story. Und den Fragenkatalog, den wir nochmal ermittelt haben, und das ist genau die Sache, der Fragenkatalog ist vorhin einfach zu spät entstanden. Der muss dann halt schon vor der Entwicklung, vor dem Refinement idealerweise entstehen und vor allen Dingen, bevor der Kunde sagt, sein Okay dazu gibt, zu der Umsetzung. Und das ist eigentlich die normale Aufgabe eines PO, würde ich jetzt sagen, aber das kann auch jeder Entwickler machen, jeder Entwickler, der fachlich affin ist, der Lust dazu hat, wenn ich Entwicklerinnen jetzt gerade vernachlässigt habe, aber im Endeffekt kann sich jeder, der halt irgendwie fachlich,
Lust hat, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, kann sich hinsetzen, kann sich Gedanken dazu machen. Also es ist jetzt keiner ausgeschlossen, das muss jetzt nicht unbedingt ein PO machen, vielleicht ist der PO auch in anderen Themen noch unterwegs oder auf mehrere Projekte verteilt. Wenn dann einfach die Kapazität fehlt, dann kann das dann halt einfach im Endeffekt jeder machen. Und was machen wir nun damit? Also wichtig ist das für uns halt einfach, von, wenn wir uns die User Story von vorne nochmal veranschaulichen, erstmal von diesen beiden Akzeptanzkriterien trennen und das halt ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Aus User-Sicht ist es halt nicht relevant, dass die Daten aus SAP in unser System kommen. Aus User-Sicht ist halt eigentlich nur relevant, dass die Daten halt auch an seiner Oberfläche anzeigen und ihm bei seinem Use Case halt helfen. Und es ist SAP, das Thema mit SAP, dass diese Sachen aus SAP kommen, ist für diese User Story ein technisches Detail. Man könnte sich jetzt noch vorstellen, man macht eine zweite User Story, wo man dann halt nochmal diese Schnittstelle speziell beschreibt. Das habe ich jetzt hier nicht betrachtet, aber wenn man das jetzt wirklich nur aus Sicht des Benutzers, der halt seine Tabelle da hat und diese beiden Daten braucht, dann ist es jetzt mal vollkommen egal, dass da eine Schnittstelle ist und die Daten halt über eine Schnittstelle kommen. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir insgesamt, ich glaube, knapp 17 verschiedene Szenarien, die daraus gebildet werden. Wir schauen uns jetzt auch nicht alle an, aber vier Akzeptanzkriterien, die neu sind, also aus diesen beiden Akzeptanzkriterien wurden vier Akzeptanzkriterien. Eins davon ist, in der Lieferantenliste wird zu jedem Lieferanten die Hierarchie angezeigt, falls vorhanden. Und zu diesem Akzeptanzkriterium haben wir 7 verschiedene Szenarien entwickelt. Also Lieferanten mit Lieferantenhierarchie, Lieferantenhierarchie hat sich geändert, Lieferant ohne Lieferantenhierarchie und so weiter. Und dann gibt es dann halt noch Sonderfälle für den Hierarchienamen. Es gibt noch Sachen, die halt bisher noch gar nicht in dieser User Story berücksichtigt wurden vorher. So, das war die Filterung. Alle Felder müssen gefiltert werden und sortiert werden können. Das ist auch noch wichtig. Da gibt es ja auch verschiedene Variationen fürs Filtern und für Sortieren. Und diese Sachen sind halt alle aus User-Sicht halt am Ende des Tages halt wichtig und würden halt unter den Tisch fallen, wenn man jetzt halt wirklich sich halt nur rein auf diese beiden Akzeptanzkriterien an diesen beiden Akzeptanzkriterien langhangelt, ohne weiter nachzuhaken, was denn halt im Detail da halt eigentlich gewünscht ist. Und man sieht halt einfach an dem Beispiel, wahrscheinlich fehlen hier noch bestimmte Szenarien, vielleicht wurden die auch explizit ausgeklammert. Wichtig ist halt nur, dass man sich die Zeit nimmt und dann halt darüber redet und dann halt auch Sachen halt vielleicht explizit ausklammert, die halt einfach unerwünscht sind, nicht relevant sind, vielleicht in einer anderen User Story oder in einem anderen Sprint halt umgesetzt werden sollen. Und was machen wir dann halt mit den Szenarien? Ich habe nochmal 3 Szenarien da rausgepickt und die einmal als Beispiel mit dieser Gherkin-Notation halt mal runtergeschrieben. Und ein Beispiel war Lieferant mit Lieferantenhierarchie. In dieser Gherkin-Notation sieht das wie folgt aus. Wir haben einmal angenommen, es wurden folgende Lieferanten übertragen. Dann können wir diese Daten anhand einer Tabelle definieren, die halt uns als Testdaten später dienen. Dann der zweite Schritt, und aus SAP wurden folgende Hierarchieinformationen übertragen, mit wiederum den Testdaten, die hier relevant sind, und dann am Ende das Ergebnis, was wir dann halt in unserem Test haben wollen. Im Endeffekt ist das ein Ausschnitt aus der ganzen Tabelle, die der Kunde später sehen wird, mit den relevanten Daten, die jetzt für diesen Test relevant sind. Das wären in dem Fall Lieferantennummer, Lieferantenname, Hierarchienummer, und wir sehen dann halt in unserem Ergebnis, dass diese Verknüpfung halt entstanden ist. Also Lieferantennummer, also zu der Hierarchienummer zu der Lieferantennummer wurde ein übergeordneter Organisation definiert mit dieser Hierarchienummer, und das bedeutet im Endeffekt, dass hier Contoso Holding übergeordnet zu Contoso ist, und das haben wir dann halt in unserem definiert, dass das halt das Ergebnis sein soll in unserem Test. Und dann haben wir noch ein anderes Beispiel. Was passiert denn, wenn keine Hierarchieinformation verknüpft werden konnte, weil dazu keine Daten gefunden wurden? Dann wird dann in dem Fall halt eine Available
angezeigt in dem Feld. Das ist auch wichtig, das halt zu definieren, was denn da passieren soll, ne? Wenn der Kunde sich wünscht, dass es leer bleibt. Wobei dieses Beispiel hier noch trivial ist. Wenn wir uns das nächste Beispiel kommen, das ist schon ein bisschen, kann schon ein bisschen komplizierter werden. Wir haben halt einmal den Fall, dass die Lieferantenhierarchie sich geändert hat. Also im Endeffekt soll die Lieferantenhierarchie überschrieben werden, darf die überschrieben werden. Hier haben wir den Fall, dass halt einfach eine Hierarchie letztes Jahr irgendwann mal definiert wurde. Und dieses Jahr wird die einmal überschrieben, also die Firma, die wird dann, ist dann zugehörig zu einer anderen Holding oder in dem Fall Contoso International anstatt Contoso Holding. Und was soll denn dann passieren? Vielleicht ist aus Sicht des Benutzers, der halt einfach die Seite, die Auflistung auflässt, ist relevant aus seinem Use Case heraus, die alte Hierarchienummer noch zu sehen. Vielleicht müssen wir die in Klammern dahinter schreiben. Vielleicht müssen wir dann doch noch eine zusätzliche Spalte für diese Änderungen mitführen. Und das sind halt Sachen, die halt der Entwickler oder der PO halt einfach nicht selber entscheiden könnten, nicht sollten. Klar, man kann es halt noch vielleicht in den nächsten Sprint packen, in die nächste User Story, aber schön wäre es dann halt, wenn diese Sachen halt vielleicht direkt geklärt werden. Man kann halt nie sagen, wie hoch der Impact ist für solch eine Änderung machen. Und weiter, genau, also wir machen das jetzt nicht so wie ich, wir packen das nicht in eine Präsentation, wir bringen diese Szenarien auch nicht in Confluence oder in Excel oder sonst was, dafür gibt es halt ein definiertes Format, was maschinenlesbar ist. Das ist hier schon, hier im Beispiel ist es halt schon mit diesen deutschen Wörtern angegeben und genau, das ist maschinenlesbar. Im besten Fall ist es so, wir haben es in unser Repository, wir haben es in unserem Projekt hier in diesem Beispiel. Wir angenommen, wir arbeiten mit Feature Branches, dann würden wir dafür für diese neue Feature einen Feature Branch erstellen. Wenn wir die Feature Branch pushen, würde unsere Pipeline losgehen und würde aus diesen Maschinen, aus diesen Feature Files, würde die halt ein Protokoll generieren. Ja, die Tests würden ausgeführt werden, die Tests, daraus wird dann ein Protokoll generiert und am Anfang sind die Tests ja noch nicht implementiert und daher werden die rot sein, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein Protokoll, was auch dem Kunden zur Abnahme dienen kann. Also es gibt verschiedene Tools, man kann halt einfach sich halt einfach irgendwie so eine, man kann wahrscheinlich auch irgendwie eine PDF-Datei drucken oder sonst was. Wir haben uns dafür entschieden, halt eine Webseite zu generieren, eine statische Webseite. Den Link, den können wir halt einfach unseren Kunden schicken. Und die Kunden sehen dann halt, was halt im Endeffekt getestet wurde und sehen vor allen Dingen in dem Fall die neuen Szenarien, die von unserem PO oder unseren Entwicklern halt generiert wurden. Und kann die Szenarien durchgehen, kann die Tests durchgehen, kann sagen, ja passt, wenn es nicht passt, dann gibt es nochmal Feedback, dann passt der PO das an, dann wird das wieder gepusht, wird wieder neu generiert und bis der Kunde irgendwann mal sagt, ja, das ist alles okay, das passt, das könnt ihr so umsetzen. Und wenn das dann alles soweit in Ordnung ist, dann gehen wir, ja, dann kommen wir eigentlich zu dem interessanten Part, den ich hier ausgeklammert habe. Okay, also wir haben im Endeffekt, die Implementierung kann halt auf unterschiedliche Weise erfolgen. Also das Gute ist, wir nehmen dem Entwickler halt dadurch halt schon einen großen Teil der Arbeit. Der muss sich halt nicht mehr darüber Gedanken machen, die Testfälle zu definieren. Und dafür hat er halt mehr Zeit für die Implementierung der Tests. Also je nachdem, wie bei euch die Teststrategie ist, ob ihr End-to-End-Tests macht, Integrationstests, Komponententests, API-to-End-Tests, ich weiß es nicht, oder alles am besten gleichzeitig, ihr könnt die gleichen Tests, die ihr hier formuliert habt, könnt ihr für alle Szenarien verwenden. Ich würde das halt immer von bestimmten Faktoren ausmachen. Ich würde nicht alles mit End-to-End-Tests abdecken, da würde ich mir vielleicht irgendwie so ein paar Happy Parts aussuchen oder relevante Sachen. Aber im Endeffekt habt ihr die Möglichkeit, dann einfach genau diese Tests halt für unterschiedliche Testmethoden halt zu nutzen, ohne dass jedes Mal wieder darüber nachgedacht wird, was für Tests brauche ich eigentlich,
Und im Idealfall ist es so, wenn die Sachen halt, wenn die Szenarien halt wirklich granular sind, dann hat man auch eine sehr große Testabdeckung. Ich kann halt einfach diese Sachen zum Beispiel an meiner Oberfläche verwenden, um React-Komponententests zu machen. Dann mache ich noch in meinem Backend, teste ich noch gegen die Controller zum Beispiel. Und am Ende mache ich dann nochmal, um sicher zu gehen, nochmal ein paar End-to-End-Tests oder ein paar API-to-End-Tests, je nachdem, was ich da habe. Und dann habe ich schon einen großen Teil abgetestet und bin trotzdem relativ autark in den Tests. Und ein kleines Beispiel habe ich nochmal mit reingenommen. Und zwar unserem ersten Szenario. Angenommen, es wurden folgende Lieferanten übertragen, dann würde das so aussehen: Die Testdaten, die ich hier definiert habe in dieser Tabelle, die würden hier übergeben werden als Parameter in Form vom Lieferanten. Und mit diesen Lieferanten und diese Lieferanten kann ich halt einfach auslesen und kann sie zum Beispiel über unsere API auf unserer Integrationsumgebung kann ich die importieren mittels der Schnittstelle und habe dann quasi den ersten Schritt damit erledigt. Im zweiten Schritt mache ich das Gleiche. Ich simuliere quasi mit den Daten, die wiederum hier übergeben wurden in unserer Tabelle, diesen SAP-Import und prüfe damit so, somit die Schnittstelle funktioniert. Und im letzten Schritt werden in der Lieferantenliste folgende Einträge angezeigt, mit wiederum den Ergebnissen, die ich auch wiederum hier in dieser Tabelle halt übergebe, wird einmal die Abfrage der Lieferantenliste über die API gestellt und dann vergleiche ich die Rückgabe mit den Ergebnissen, die ich halt aus dieser Tabelle, die ich erwartet habe. Und genauso kann man das dann halt machen über einen Komponententest. Man würde dann halt in den ersten beiden Schritten halt vielleicht irgendwas mocken und dann am Ende halt erwarten, dass dann halt irgendwie die React-Komponente das und das rendert mit den Ergebnissen. Man kann das halt gegen Controller, also wir sind zum Beispiel in .NET unterwegs, aber auch mit Node und so weiter funktioniert es auch auf Controller-Ebene. Das fällt einfach, anstatt direkt gegen die API zu gehen, machen wir die Anfragen gegen Controller, ob jetzt den Import oder die Abfrage der Lieferanten oder den Import der Lieferanten. Das kann man auch alles auf Controller-Ebene machen. Dann hat man halt diesen isolierten Teil, den man so ein bisschen integrativ getestet hat. Und wenn das alles funktioniert und das alles grün wird, dann wird wieder gepusht und dann werden die Tests in der Pipeline werden dann ausgeführt und ein neues Protokoll wird generiert und das kann man dann halt dem Kunden vorlegen. Wir haben alles implementiert, es ist getestet. Wir haben es schwarz auf weiß. Der Kunde hat es schwarz auf weiß. Wir haben den Vorteil, dass wir halt einfach nachvollziehen können, was wir halt wirklich aus welchem Grund halt implementiert haben. Wir können halt wirklich, ne, wir können uns hochhangeln wieder zu den Tests aus unserem Code und können halt einfach die einzelnen Steps, die einzelnen Szenarien uns mal anschauen, wofür wir eigentlich diesen Part Code implementiert haben. Umso granularer wir halt diese Szenarien haben, desto höher ist auch unsere Testabdeckung insgesamt. Im besten Fall ist es halt so, dass wirklich nichts entwickelt wird, was nicht mit einem Testszenario hinterlegt wird. Das ist dann halt schon richtig hardcore. Aber ne, das ist dann, wie gesagt, man muss halt nicht alles so machen. Aber wenn man halt wirklich eine hundertprozentige Testabdeckung hat, dann muss man im Gegensatz haben möchte, dann muss man im Gegensatz halt wieder zum Beispiel die Unit-Tests erweitern. Und dann muss der Entwickler wieder hingehen und sich überlegen, okay, was habe ich denn vielleicht noch nicht berücksichtigt in meinen Tests, weil wir es halt in diesen Szenarien nicht berücksichtigt haben. Und daher macht es halt mehr Sinn, halt einfach diese Testszenarien schon sehr granular zu haben. Und dadurch nimmt man dann halt auch so ein bisschen Arbeit. Genau, ich würde. Ja, eigentlich war es das schon. Ich würde jetzt halt noch so ein bisschen auf die Kritik eingehen und ich habe auch schon auf Kritik gehört. Ich kenne wahrscheinlich auch viele eurer Einwände und
auch dazu mal Gedanken gemacht. Ich habe erstmal vorab vielleicht ein kleiner Disclaimer. Also ich würde das halt nicht bei jedem kleinen Popelprojekt jetzt machen. Und das sollte schon eine entsprechende Größe haben und vor allen Dingen eine Lebensdauer und vielleicht auch vom Kunden abhängig machen. Also wenn der Kunde sehr penibel ist, dann ist genau das der richtige Weg. Und dann muss man das aber auch dem Kunden halt richtig verkaufen. Und damit meine ich halt einfach, wenn man selbst nicht davon überzeugt ist und diesen Weg verinnerlicht hat und davon überzeugt ist, dann wird man auch den Kunden nicht davon überzeugen können. Und das ist schon wichtig. Also man muss schon selbst überzeugt sein und im Nachgang werden dann halt eigentlich auch die Kunden dann zufriedener sein. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu. Und was auch nicht wirklich sinnvoll ist, ist halt wirklich eine Testphase zu machen. Also setzt euch nicht hin und sagt, boah, lass uns das mal austesten, das ist eine coole Sache. Lass uns mal irgendwie ein Sprint mal gucken, ob wir damit klarkommen. Das wird nicht funktionieren. Da muss man sich halt drauf committen. Da muss man sagen, wir wollen das jetzt bei einem Projekt durchziehen oder wir haben irgendwie so ein Teilprojekt oder irgendwie so ein, ich weiß, irgendwie Teilprojekt, mit dem man sich dann halt wirklich längere Zeit auseinandersetzen möchte und das dann halt auch von vorne bis hinten durchzieht, weil das halt eine relativ lange Lernkurve hat. Nicht in Form von, dass es schwierig ist, das umzusetzen, sondern es ist wichtig, dass man hier in so einen Flow kommt, dass man es halt einfach, dass sich das halt einspielt und dass man halt lernt, so zu denken, dass man so entwickelt. Das ist grundsätzlich bei Test-Driven Development so, dass man das nicht ein- und ausschalten kann, sondern das muss man halt in längerer Zeit machen. Erst dann spielt sich das ein und dann fühlt es sich auch richtig gut an und dann möchte man das auch gar nicht mehr missen. Und genauso ist das auch bei Behavior-Driven Development beziehungsweise bei Akzeptanztests. Und genau, jetzt nochmal zu den Punkten. Ne? Also, das habe ich gerade schon erwähnt. Also, das meiste dreht sich halt darum, dass das halt sehr kopfspielig ist. Ne? Vielleicht habt ihr ja schon bei euch gemacht, schon Domain-Driven Design, das ist ja auch schon relativ teuer, ne? aber halt auf der anderen Seite halt sicher. Jetzt kommt noch einer hin und sagt euch, ihr sollt jetzt noch die User-Stories nochmal ganz detailliert mit den Kunden besprechen. Das kostet ja auch nochmal Zeit. Aber im Endeffekt, was ist die Alternative? Die Alternative ist, man hat entweder eine schlechte Qualität, es fehlt etwas in der Software, es fühlt sich halt einfach nicht gut an, es fühlt sich nicht richtig an, oder man schiebt es halt einfach nach hinten. Ja, also das Problem, das wird man irgendwie nicht los. Ja, und das andere Problem ist, also es wird dann immer behauptet, das werden die Entwickler nicht mitmachen. Aus zweierlei Gründen würde ich jetzt einfach mal sagen, die mir eingefallen sind, ist einmal, dass man sagt, okay, man macht die Entwickler zu Code Monkeys. Die müssen sich ja überhaupt keine Gedanken mehr zu fachlichen Themen machen. Und der andere Punkt ist halt einfach, dass man halt einfach sagt, das ist viel zu viel Arbeit für die. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Also erstmal würde ich halt einfach behaupten, die Entwickler wollen meist technisch und keine fachlichen Herausforderungen. Also wenn ihr diese Anforderungen detailliert den Technikern hinlegt und die Technikerin hinlegt und die sich technisch damit auseinandersetzen können und sich nicht mehr Gedanken um das Fachliche machen können, aber die technische Freiheit haben, das umzusetzen, so wie sie wollen, dann haben die kein Problem damit, dass sie sich nicht mehr fachlich großartig damit auseinandersetzen sollen. Auf der anderen Seite gibt es halt aber auch Techniker, die genau das wollen. Die haben genauso die Möglichkeit, die können halt einfach den PO unterstützen, die schnappen sich dann halt einfach in eine User Story und arbeiten die halt fachlich aus. Die müssen ja nicht einmal den Kundenkontakt haben, sondern die machen halt einen Entwurf von diesen Szenarien und der PO bespricht das dann halt einfach mit dem Kunden und so weiter. Wir haben es bei meinem alten Firma haben wir es versucht mit QS-Mitarbeitern, die halt einfach diese Szenarien entwickelt haben. Die hatten halt einfach das Gespür dafür, was fehlt in dieser User Story, was müssen wir noch hinzufügen, wie müssen wir die ergänzen, bevor wir halt einfach sagen, okay, wir können jetzt qualitativ in einen guten Stand umsetzen. Und deswegen lasse ich diesen Einwand halt nicht gelten. Und auch von dem Aufwand her ist es halt deutlich geringer, als wenn man sich halt hinsetzen würde und selbst halt diese Szenarien halt
schreiben müsste oder wenn man die halt in den Unit-Tests halt einfach selbst entwickelt. Das fällt meiner Erfahrung nach halt einfach vielen Entwicklern noch viel schwerer, als sich halt einfach an solchen Akzeptanztests halt runterzuhangeln und die Testdriven halt zu entwickeln. Ja, und die anderen drei Punkte, die hängen so ein bisschen zusammen. Es ist aufwendig, aber im Nachgang zahlt es sich halt aus, weil wir halt einfach diese Sicherheit haben. Wir haben schwarz auf weiß, was der Kunde sich gewünscht hat. Der Kunde, der hat einfach das Gefühl, dass man sich halt wirklich Gedanken macht, dass man ihn vielleicht an der Hand nimmt, den halt einfach besser berät und dann halt nicht nur starr seine Wünsche umsetzt, sondern halt auch mal im Detail wirklich guckt, ob das also passt, welche Edge Cases gibt es, welche Sachen hat der Kunde vielleicht noch nicht selbst berücksichtigt oder ist das vielleicht komplett der falsche Weg, den er sich wünscht, denn nur weil er das jetzt seit 30 Jahren so gemacht hat, heißt das ja nicht, dass wir das genauso in der Software implementieren müssen. Und dahinter kommt man halt wirklich erst, wenn man sich im Detail damit halt beschäftigt. Ja, und am Ende des Tages ist der Kunde halt wirklich dankbar. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass er total dankbar ist und halt das gar nicht mehr missen möchte. Also wir haben halt Kunden, die erlauben es uns nicht zu entwickeln, wenn wir nicht diese Akzeptanztests definiert haben, also diese Szenarien definiert haben und die halt erst ihr Häkchen darunter gegeben haben. Ja, also es ist dann halt wirklich Stillstand, bis Szenarien fertig sind, bis der Kunde halt einfach die abgenommen hat, macht keiner was, weil der Kunde halt einfach so davon überzeugt ist und einfach gezeigt hat, dass wenn man ohne das arbeitet, im Nachgang halt einfach viel mehr Arbeit auf den zukommt. Deswegen besteht er dann halt da drauf. Ja, und ich glaube, das ist auch meine letzte Folie. Ja, ich glaube, ich bin durch. Sicher. Vielen lieben Dank.